Krass schlimm. Hole ich dann heute die Punkte ab, easy. Guck ich mal, wie viel das bringt. Bin gespannt, ich bin gespannt. Ich weiß das in der Tat gar nicht. Boah, ich ehrlich gesagt auch nicht, aber das ist nicht schlimm. Ich wollte jetzt unbedingt mein Pferd mal mitnehmen. Das ist eine dumme Idee, weil. Nee, gar nicht, weil Geist ist in Ordnung. Unlicht ist doof. Ja, du machst. Da kann dich zwar nicht treffen, du machst okay in Schaden, glaube ich. Dann. Ich glaube, ich müsste dem Pferd auch noch ein paar Attacken geben, die was bringen, ey. Also wirklich ein paar so. Ich meine, der ist, glaube ich, noch mit seinem Standardgedöns. Spruch ist ja auch okay. Spruch ist sogar ziemlich gut, eigentlich. Ja, noch andere Angriffe hat er halt, die ich nicht ganz so cool finde. Das ist der englische Name, Nano. Meistergriff heißt er auf Deutsch. Findest du Meistergriff schöner? Vielleicht kann man das mal in den Chat schreiben. Wie heißt der auf Deutsch? Meistergriff? Meistergriff heißt er. Also Meistergriff. Meistergriff. Ah, Genau. okay, I see. Ah, ich sehe dein Wortspiel. Okay. Also ich habe den Wortspiel nur gehört und mich gefragt, warum heißt der Meistergriff? Aber. Ah. Eigentlich finde ich Conkeldurr nicht ziemlich gut als Name. Irgendwie, keine Ahnung. Meistergriff find ich komisch. Ja, ich muss sagen, deswegen bin ich auch so ein Freund von den englischen Namen. Also ich meine, zum Beispiel Conkeldurr, gut, ich müsste jetzt gucken, was genau, woher jetzt beides ist komisch, aber ich meine, ich muss sagen, das Pokémon ist auch irgendwie hässlich. Es ist komisch. Oh, es ist heiß, aber es ist stark im Competitive-Bereich. Es ist nicht schlecht auf jeden Fall. Spiele ich gerne mit. Oh, dann gib mir einen Moment, dann werde ich einmal kurz nach dem Pokédex gucken. Jawohl. Er ist halt ein, voll, sieht voll weird aus. Das gehört nicht zu meinen Lieblings-Pokémon. Mein Lieblings-Pokémon ist Gengar. Was wäre denn euer Lieblings-Pokémon? Ich bleib bei Sherrox. Ich finde Jax Bei ganz dir war, cool. ja, bei dir weiß ich, das war Sherrox. Fun Fact, die Shiny Form von Sherrox ist sogar grün. Oh. 48.000 Erfahrungspunkte. Ist das viel? Muss ich mal gucken. Was haben die denn jetzt an Erfahrungspunkte? Wo sind meine Pokémon hin? In der Box. Ah, die sind hier ganz hinten, ey. Ich weiß gar nicht, ob das Ah jetzt ja. viel war. Aber der ist jetzt auf 95, also ich glaube, das war schon. Wie viele Erfahrungspunkte braucht er denn ungefähr? 17. Ja, so ein paar Level-Ups kamen die auf jeden Fall wohl, ne? Ja. Dann kann ich Man die kann ja gleich. später mal nach. Auch mit welchem Level du diese reingeschickt hast, dann kann man vielleicht vergleichen. Stimmt. Das kann Stimmt. ich später mal machen. Mache ich gleich währenddessen. Oh, das wäre mega gut. Okay, Nano mag Voluna. Voluna finde ich eigentlich auch ganz cool. Beide Formen. Nona ist schön, ja. Bitte schön. Oh, danke schön. Nice Sandwiches. Ich muss an Dingens denken, wo du da warst. Und Selina auch ein Sandwich gemacht hat. Und ich hatte einfach diesen Teller mit beiden Sandwich vor mir. Und ich dachte mir einfach nichts dabei. Und bekam einen Teller und dann, okay, du hast bestimmt auch einen bekommen auch. Und ess den einfach. Und ich meine, hast ja auch nicht genommen und so. Und irgendwann ist er weg. Und wenn wir den zweiten und so, also willst du den auch essen? Ich muss so, ja, und ich dachte mir halt nichts, weil ich mir dachte, ja, natürlich. Das ist so, und dann fiel mir auf, du hast gar keinen Teller bekommen. Dankeschön, Dankeschön. Du hast ja keinen Teller bekommen.
Ich sitze hier und will einfach alles wegessen. Das war ja nur ein Zwischensnack, deswegen habe ich für beide einen gemacht. Ja, ich bin halt, wenn ich Sandwich mache, dann mache ich halt immer zwei so und dann direkt immer mit. Deswegen war das so voll ungewohnt, dass einfach du keinen Teller hattest und du hast ja auch den gar nicht dir genommen. Das heißt, es war so, ich hatte einfach ja, das... Ich wollte halt mit dem Teller essen quasi, nicht, dass ich da irgendwie kleckere oder so, deshalb... Daran habe ich auch nur gedacht, einfach, ich hab da einfach nur dran gedacht und einfach losgefuttert. Das bedeutet, ich krieg jetzt den anderen wieder? Ja, wenn du den abholst. Ja, ich weiß, wo du wohnst, ne? Ja, gar nicht, weil weiß ich nicht, würde ich jetzt nie so sagen, hier. Ich komme einfach aus dem Schrank raus. Das ist okay. Ja, wenn du dich beeilst. Ich muss gar nicht alle, ne? Ich gebe nur einfach ein. Warum ist eines von meinen Viechern gefroren? Gefroren? Das war noch durch einen Kampf oder so. Ich glaube, wir haben geradet und da ist eines eingefroren. So. Als kleiner nur danke für den Lurk, dankeschön. Viel Spaß im Lurk, Nano. So, mir so lange Cam aus. Und dann fütter ich eben. Ich verfütter kurz meine ganzen Bonbons. Alle an. Achso, ich kann jetzt einfach nur nach. Also Favorite sortieren, ne? Genau, nach Favorite kannst du sortieren. Das hast du weggemacht? Da. Eigentlich wollte ich, Moment. Erstmal nach Typ, ob alle Bonbons. Okay, weil genau Rare Bonbon möchte ich nämlich auch. Und dann Favorite. Ah. Mhm. So, dann kann ich die ganzen XP alle reingeben. Erstmal in keine Ahnung. Chandelure? Boah, das gab schon. Boah, mal gucken, wie viel braucht er denn? Ich gebe erstmal. 140.000 waren das jetzt. Das waren eben 43.000, hast du gesagt, ne? Das haben sie von den Pokéjobs bekommen. Mhm. Das waren jetzt knapp 20 Level, glaube ich, ne? 200.000 mit 8 Leveln. Ja. Ein paar Level steigt man schon auf mit den Pokéjobs. So ist es nicht. Ja, aber nicht genug hier. Entschuldigung. Reicht mir nicht. Das reicht mir nicht. Ist doch so hier, ey. Boah, 10. Oh boy, ey. Jetzt fehlt nur noch ein Level ab. So, wie viele Erfahrungspunkte gibt es denn so einen mittleren? Okay. Level 100, okay. Chandelure ist schon mal... Nice. Ja, gab schon alles vom letzten Rain. Okay, und die Bonbons, die kann ich auch nochmal reinstopfen. Okay, perfekt. Dann packe ich schon mal die ganzen Pokémon wieder auf meine Bank und dann können wir weitermachen. Ich wollte zumindest ich wollte die noch losschicken. Weil dann kann ich zumindest Chandelure wieder hier behalten, dann sind das weniger. Dann habe ich mehr wieder für die Raids. Ich glaube, mit Level 100er zu raiden ist besser, ne? Ja. So, wo war das denn hier? Pokéjobs. Hast du den Raid schon offen? Nein, noch nicht. Ich warte auf dich. Okay. Ich glaube, kannst du sogar aufmachen, weil das geht, glaube ich, schnell. Okay. 3 Minuten hast du. Ja, das schaffe ich easy. Fertig. Ja,
ganzen Tag? Ja, ganzer Tag. Kann ich morgen direkt wieder abholen, das ist cool. Ja. Sehr schön. So, ja, so. Ja, schon. Irgendwo müsstest du ja sein. Nee. Hoffentlich. Nee. Okay, ich starte nochmal eine Internetverbindung. So müsste es immer sein. Am besten du noch ganz oben und dann wäre es perfekt. Okay. 1, 2, 9, 6. 1, 2, 9, 6. Wenn du das wieder ausrechnen willst, falls du das nicht merken kannst, das wären 36 mal 36. Wären 1296. Achso, ja, nee, das weiß ich nicht. Also 36 zum Quadrat wäre, glaube ich, leichter, aber. Ja, deswegen sage ich es dir eher. 36 zum Quadrat. Achso, ich dachte 36 mal 36. Ist das gleiche. Wow. Ist nicht sogar dasselbe? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, sollen wir ausrechnen? Wann sagt man dasselbe und wann sagt. Willst du das wieder überprüfen? Ja, am besten mit Taschenrechner. Na, dann geh mal zu deinem Kleiderschrank und frag nach. Ja, der Unterschied zwischen das Gleiche und dasselbe, soll ich das echt erklären? Ja. Also, angenommen, du kaufst ein Auto, keine Ahnung, was weiß ich, oder, ich habe einen Glurak und du hast einen Glurak. Also angenommen, ich habe hier einen Urschifu, ne? Nehmen wir an, du hättest deinen Urschifu auch mitgenommen. Dann hätten wir das gleiche Pokémon, aber nicht dasselbe. Dasselbe ist genau auf dasselbe. Wenn ich aber, wenn du streamen würdest, wenn du jetzt zu Hause wärst und du würdest streamen, dann würden wir zur selben, also würden wir, und du hättest vielleicht sogar das Notebook wie ich hätte oder sowas, dann hättest du das gleiche Notebook wie ich, aber nicht dasselbe. Über dasselbe Notebook hast du nämlich am Wochenende gestreamt mit mir. Dann ist es dasselbe Notebook. Das gleiche ist einfach nur so, wenn es zwar identisch ist, also. Ja. I see. Ich hoffe, ich kann mir das merken. Bestimmt habe ich das morgen wieder vergessen, so ich mich kenne. Finde ich cool. Ich finde, wir sollten das jetzt jedes Mal, wenn wir raiden, nochmal neu aufgreifen. Habe ich schon gesagt, dass ich morgen nicht raiden kann? Echt? Warum? Entschuldigung. Nee, jetzt möchte ich eine ausführliche Entschuldigung dafür hören, warum du. Ja, das ist nicht einfach nur Entschuldigung und dann nicht mit raiden. Ich will schon wissen, warum du nicht mit raiden kannst. Das war ein Scherz. Die Entschuldigung war jetzt auch noch ein Scherz, also das finde ich jetzt nicht richtig. Also wenn du nicht mitmachen. Also willst du nicht mitmachen oder wie? Also. Das habe ich nicht gesagt. Ach so, ja, richtig, du hast bisher noch nichts dazu gesagt hier. Also, erst entschuldigst du dich, dass du nicht mitmachen kannst und dann war die Entschuldigung nur ein Scherz und sagst nichts dazu. Finde ich richtig hier. So geht das schon mal gar nicht hier. Also, ne, du musst schon eine ordentliche Erklärung haben, warum du nicht mitmachst. Achso, und was ist, wenn ich die nicht habe? Na, dann kann ich die Entschuldigung ja auch nicht annehmen, wenn du keine hast. Vielleicht will ich ja gar nicht, dass du sie annimmst. Ja, sag ich doch, ich will die ja nicht annehmen. Ich will die ablehnen. Dann nehmen sie ab. Ja, das gibt ja keine richtige Entschuldigung. War ja nur ein Scherz. Ich sehe das Dilemma. Oh boy. Dann muss ich jetzt Stream ausfallen lassen. Ich hoffe, du erkennst deine Schuldgefühle ein. Ich erkenne meine Schuldgefühle ein. Und das klang jetzt so wie hypnotisiert. Ich erkenne meine Schuldgefühle. Oh, ich bin ein Jedi, ich hab Haribo hypnotisiert. Ich wollte einfach so monoton wie möglich reden.
Ja, funktioniert. Ja. Nicht gut. Nein. Ich bin schon wieder in ein Pokémon reingerannt. Die Enttäuschung ist grenzenlos. Finde ich auch. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich versuche es zu verarbeiten. Wozu braucht ihr ein Auto? Ja, deswegen, ja, wenn wir einen Glurak haben, brauchen wir kein Auto mehr. Also, Glurak ist schon nice, oder? Schon. Und was sagst du? Ich meine, man kann darauf auch fliegen und so dann Feuerspein. Ich wüsste jetzt keinen Vorteil eines Autos. Ich auch nicht. Ich glaube, mit einem Glurak wäre man sogar schneller unterwegs. Man wird nicht mehr im Stau stehen. Oh, mein Goldberg entwickelt sich. Ah, jetzt habe ich B gedrückt. Nein, Quatsch. Wow. Zu einem Crobat. Nice. Wait, wird dann auch offen? Oh, perfekt. Na, dann kann ich wieder einen Pokémon abziehen aus 37. Also wird immer weniger, ey. Wäre unheimlich, wenn es mehr werden würde. Das ist richtig. Bad Pokémon Gift Flug. Both of its legs have turned into wings. Without a sound, Crobat flies swiftly toward its prey and sinks its fangs into the nape of its target neck. Es kann einfach nicht mehr stehen. Schade für dieses Vieh. Nein, ich will den keinen Move beibringen. Because I don't move. I like to move it, move it. Raid suchen. Wo haben wir denn hier? Bestimmt wieder ganz unten oder gar nicht aufgelistet, ey. Mhm. Ja, wieder gar nicht. Ja, nice. Jawoll! That's the spirit. Nur weil du mich blockierst. Ich hab dich wieder entblockiert. Hast du? Ja. Jetzt hätte ich ja nicht eh Mario Kart mitspielen können. Ach so, ja, stimmt. Das ergibt Sinn. Mhm. Was doof ist, hättest du nicht mitgespielt, hätte ich gewonnen, ey. Ich weiß. Aber für mich ist es echt ungewohnt, mit Splitscreen zu spielen. Das war echt schon komisch. Weil sonst die Karte ist ja rechts von mir dann. Und dann war die Karte in der Mitte. Und dann habe ich halt auch nur auf die Karte gedrückt. Ja, ist echt ungewohnt. Das ist richtig, das stimmt schon. Aber es geht noch. Ein paar Runden mehr, dann hätte ich auch gewonnen. Aber es geht, man kommt glaube ich noch gut rein. Ja, aufgenommen, nom. Endlich. Weiter geht's. Ich krieg das zweite. Hab ich gar nicht bekommen. Jetzt bin ich. Boah, ich muss sagen, ich glaube, wir brauchen sowas wie einen Fliegenklatsch. Nee. Dinger, ich weiß nicht, woher die kommen, aber die triggern mich. Wahrscheinlich noch durchs Fenster und dann noch. Ist schon wieder eine da. Ich glaube schon. Eine Fliege zwischen Tür und Angel ist jetzt nicht mehr da. Also wortwörtlich zwischen, also Fenster und Angel. Mhm. Nam.
hab ja, by the way, heute Sandwich Maker bestellt. Sandwich Maker? Mhm. Aha, weißt du demnächst auch Sandwich? Nice! Mhm. Also, hab ja schon vorher immer welche gemacht und mit dem, den ich jetzt habe, bin ich nicht mehr so zufrieden. Achso. Oh, noch mehr! Matty, ey. Was denn? Sah schon ein bisschen lustig aus auf der Cam. Echt? Hat man was denn? Was? Hat man das gesehen, wie ich Selina gerade die Eisdiefflasche gegeben habe, die Lehrer? Und wie du geguckt hast, so nach oben, hat man auch gesehen. Ach so, wie ich ihr so ein... Ja, wenn sie schon so lieb ist und mit Eis hier macht... No. Boah, jetzt sind die Sandwich unbewacht. Ich weiß nicht, wie sauer sie wäre, wenn jetzt ein Sandwich fehlen würde. Ich glaube einfach direkt beide. Ich glaube, sie hat gesagt, das wäre in Ordnung. Einfach beide rein, aber so richtig lieblos in den Mund stopfen. Die FDA. Oh boy. Und dann müsste da, keine Ahnung, Zwiebeln drauf sein oder so. Das wäre so, wenn einfach so Zwiebeln noch drauf geschnibbelt sind und ich dann einfach den ganzen Sandwich wieder auf den Teller so, boah. Will den doch nicht. Wird man's alles ruiniert. Das wäre auf alle Fälle kippwürdig. Das wird es niemals auf dem Clip geben, weil er ja die Cam immer zum Essen ausmacht. Stimmt, ja. Ja, in der Eile, da hätte ich... Hallo. Es muss ja schnell gehen, denn ich hätte ja ganz schnell aufgenommen. Ja, sie darf ja nichts mitbekommen und muss ja... Was machst du eigentlich hier? Ja. Nix, ich esse. Achso. Ja. Dann guten Hunger. Dankeschön. Hunger. Voll schmecken. Gerne. Oh, das ist mit dem Mikrofon. Ich darf das jetzt offiziell sagen. Voll weit weg. Ja, das ist nicht mehr so viel mit Blähungen. Boah, ey. Harry, du hast es gerade so gesagt, als hätte ich wirklich Blähungen. Ja, das dachte ich auch so. Boah, das muss ich sein. Oh nee, ey, fangen wir nicht mehr damit an. Ist ja gut. Hat schon was? Okay. Anscheinend haben wir in den letzten Tagen um die 90 Weights gemacht, glaube ich. Woher weißt du das? Weil ich 90 Wunschbrocken hatte. Oh. Ist das. Das heißt, du hast keine mehr? Ja, ich kauf kurz welche. Upsi. Brauchen sowas wie eine Fliegenklatsche, Schatz. Nein. Ich glaube, das müsste. Nee. Krieg ich von dir die Wunschbrocken? Nee. Oh, ich muss, glaube ich. Guten Hunger, Pikachu, lass die Nudeln schmecken. Guten Hunger, Pikachu. Sehr schön, Pikachu isst. Achso, stimmt, das Vieh kam aus dem Raid, deswegen ist das so kackschwach bestimmt, ey. Tee. Bitte? Welches? Das, was wir im. dieses Drachen-Ding, okay. Was du so recht cool fandest. Okay, weiß ich nicht mehr. So, ich hab 162 gekauft. Reicht doch, oder? Das ist jetzt, ja, maybe. 162. Kannst du noch 33 mit mehr kaufen? Fühle ich mich sicherer. Wenn so viele gekauft kann. Achso. Scheiße. Woher kriegst du denn nochmal? Was brauchst du dafür?
Also ich muss mit den Watts bezahlen, die du ja manchmal aus dem Brunnen bekommst du ja ein Ah, paar Punkte so. da. Ja, dann werde Damit ich muss ich dann. wahrscheinlich mir demnächst auch mal ein paar Dinger holen, ne? Ja. Wäre vielleicht ganz gut. Scheiße. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass er so viel verbraucht dann. Ich auch nicht. Und Ich meine, wir Raid gehen ist jetzt erst seit 3 Tagen offen. raiden, ey. Ist ja hier noch Ja. nie gar nichts hier. Ja, Das ist schon offen. krass. Genau. Eigentlich war das voll dumm, meine ganzen Bonbons in ein Pokémon zu stopfen. Ne? Es war fertig, aber durch die Pokéjobs kriegt er ja auch. Jetzt habe ich den nicht mitgeschickt, weil er schon Level 100 ist. Wenn ich den mitgeschickt hätte, hätte er morgen auch nochmal Erfahrungspunkte gekriegt und die Bonbons hätte ich woanders rein investieren. Maybe not Das as, I'm not a stimmt. smart guy. Wenigstens werde ich ganz oben angezeigt jetzt. Ja, immerhin, ja. Muss sich ja lohnen hier, ne, wenn du schon Bonbons kaufst. Ne? Gibbel. Das ist Level 37. Rosanna war das, ne? Okay, dann nehme ich meine Rosanna, ja. Laterne mit. Ich gehe mit meiner Laterne. Dann nehme ich Glurak mit. Ich mache ja richtig viel Schaden, wobei ich mache das. Ach, ich wollte ja auch meinem Pony Dings hier geben. Alles fertig aufgebaut. Krass. Schön, dass ich das angucke. Deine Arbeitsflächen-Dings hier. Muss ja gucken, wie du dich hier breit machst. Ich bin eingefroren. Ruhe in Frieden. Ja, mal alleine. Ich mache ja eh alles hier. Von daher muss Naja. ja. Guck mal, sie ist ja schon fast tot. Hast du gesehen, wer den Schaden gemacht hat? Wer hat die Hälfte abgezogen? Wer hat die Hälfte abgezogen hat? Ich glaube, das war ich. Fast. Hast recht. Das war mein Pokémon. So, ja, richtig. Guck mal, jetzt kann ich sogar Dynamaxen hier, damit es richtig groß und meine Laterne wird zu einer Zeitverschwendung. Super Laterne. Super Laterne. Oh boy. Was denn? Ich weiß auch nicht. Wie bist du? So. Dann mach mal. Jawohl, Schmorne Hölle. Hat nichts gebracht. Aber hey, kritischer Treffer, nice. Wow. Guck mal, diese BAM, noch mehr Damage. Ja gut, hatte halt ein Schild, ne? Sonst wäre es One-Hit. Nur Killstil, ey, jo, deine Okay. Geschichte. Sana brauche ich nicht, ne? Boah. Brauche ich nicht im Müll, ab in den Müll damit. Ey, du hattest schon gefangen, glaube ich. Ja. Ach so, was mache ich hier? Pokémon verhauen. Ich muss ja dieses Gibbel-Ding ableveln. Okay, hier nicht. Hier keine Pokémon. Ey, ich will einfach nur Level. Du da, du wirst jetzt verhauen hier. Wait, ist offen.
Ich muss gerade erstmal ein Pokémon auch nicht aus dem Maul hauen hier, ey. Viel Erfolg. Dankeschön. Scheiße. Das ist einfach nur ein Level über mir. Was hast du denn? Drachenklaue. Und Erdbeben. Aber ich habe natürlich... Ich habe das Gefühl, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte den... Warum? Okay, vielleicht soll ich ein anderes Gebiet nehmen. Okay. Vielleicht ist es doch nicht das richtige Gebiet zum Leveln. Wo bin ich denn? Route... Dann gehe ich in Route 7. Und schließe mich deinem Raid an. Mein Glurak ist immer noch eingefroren. Echt? Glurak ist eingefroren durch den Raid? Mhm. Krass, wusste ich gar nicht, dass das nachhaltig noch bei bleibt. War bei der ja gerade eben auch so. Ich dachte, das wäre aber nicht durch einen Raid gewesen, sondern durch... Oh doch, war durch einen Raid, war durch einen Raid. Hä, was ist das? Was guckst du denn so? Jetzt passt. Hast du wegen meinen Haaren so komisch geguckt? Weil es hier gerade so voll so einen abstehenden... Boah, du bist voll doof, ey. Wenn du dich für deine Haare schämst, du hast so eine Kopfbedeckung, darauf habe ich gehört. Willst du die hier? Ja, genau. Passt nicht. Tja. Entschuldigung, nicht angenommen? Warum kann ich... Achso, falscher Controller. Ich hab hier einfach... Hast du gar nicht mitgekriegt, Pikachu am Wochenende? Überraschend. Ich habe, glaube ich, auch irgendeinen Clip wurde gemacht noch, ne? Mhm. Hab ich gar nicht. Hat einen Clip gemacht. Ich glaube gestern auch und die habe ich noch nicht hochgeladen. Upsi, Entschuldigung. Was ist eine Nachbar bitte? Warum eigentlich? Ach so, stimmt. Keine Zeit, keine Lust gehabt. Oh, ich lange da war. Ich Sorry. Deine Schuld, ey. Ich weiß, ich nehme die Schuld auf mich. Okay. Oh, Gott sei Dank, ey. Eigentlich wäre es meine Schuld gewesen, wenn ich Kopfschmerzen hatte und keinen Bock mehr hatte. Aber gut, wenn du die Schuld auf dich nimmst, ne? Das haben wir jetzt hier bestätigt. Mhm. Ne, Haribo hat uns alle, wir haben sogar drei Stück mitgebracht. Tada! Selina hat ein, Haribo hat ein, ich habe ein. Gut, ne? Das ist finde ich voll cool einfach. Aber den darf ich nicht mehr aufsetzen. Weil sonst, nicht? Ja, weil die Wette sonst unnötig ist. Deswegen darf ich den nicht aufsetzen. Unnötig. Ich glaube, wir müssen uns neue Wetteinsätze überlegen. Neuer Wetteinsatz ist, nicht, dass ich den Reis so tragen muss. Wenn du es schaffst, kommt das als Kanalbelohnung. Und okay, und wenn ich es nicht schaffe. Ja, dann Glatze rasieren, ne? Haben wir doch schon ausgemacht. Okay. Wetzi, das wir Stein, ne? Ja. Verdammt, ich bin schon wieder in ein Pokémon reingerannt. Bin dabei. Ja, echt? Ja, wieso nicht? Aber wie viele Kanalpunkte? Wie viele Kanalpunkte? Boah, weiß ich nicht, so wie Eistee-Verbot. Das ist schon viel. Ich würde schon weniger 10.000. Sagen. Ja, mal um 3 weniger. Nee, Quatsch, ja, oder weiß ich nicht, so wie teuer? 5.000, ne? Ja, 5.000 würde ich sagen. 5.000 für eine halbe Stunde. Wie teuer ist ein Eistee-Verbot? 10.000? Ja. Ach so, ich dachte, ja gut, okay, ich dachte irgendwie Eistee-Verbot wäre 5.000. Nee, 10.000.
kann meine Preise einfach nicht. 10.000 für eine Stunde, also würde ich sagen 5.000 und halbe Stunde Reisu. Das, ja. Third Wait ist offen. Okay, ja, sollen wir einschlafen? Bitte? Ob wir einschlagen sollen. Ja, schlag ein. Moment, ich wollte mal überlegen, wie wir vielleicht das machen. Vielleicht. Als ob das Vieh jetzt tot ist, ey, so nutzlos. Level 69. Nee, was ich sagen wollte, vielleicht machen wir das sogar abhängig, wie lange du brauchst, ne? Wir sagen 150 Stunden, ne? Mhm. Wenn wir das durch 5 teilen, haben wir 30. Ja. Sagen wir. Moment, ich suche eben kurz dich. Für den. Boah, sagen wir, ich würde den für 5000 Punkte. Und mache ich das mit den Kosten als Faktor oder als. Als mit der Zeit. Da unten wieder, ganz unten. Boah, da muss ich mir, glaube ich, echt drüber nachdenken, wie. Also ja, ich würde schon, aber ich überlege noch, wie wir das mit den. Ich würde sagen. Moment, erstmal Code eingeben. Ich glaube, wenn ich im Raid bin, habe ich genug Zeit zum Nachdenken. Okay. So, ich glaube, ich brauche sowas wie ein. Achso, Moment, dann suche ich noch Flug. Dingens, was nehmen wir denn dafür? Was habe ich denn eigentlich noch übrig hier? Elektrogestein. Habe ich nicht, ich habe nur Geist, Psycho und Unlicht, Kampf. Das ist auch normal, also vielleicht eine normale Attacke nicht. Ah, ich nehme einfach den mit, I don't care. Das ist ein Wabbel, ja, oder der ist eh schnell tot, also easy. Ja, ich fake, ne? Kannst du mir mein Handy mal geben? Ich bin überlegen, ich glaube, das könnte man sogar mit der Zeit vereinbaren. 105. Okay. Boah, das ist eine gute Idee. Man könnte sagen, ich setze den Reishut eine Stunde lang für 5000 Punkte auf, aber von der Stunde ziehe ich, je nachdem wie lange du brauchst, je eine Minute pro 5 Stunden, die du brauchst, ab. Also wenn du es innerhalb von, sagen wir mal, 70 Stunden schaffst, dann wäre ja 70 geteilt durch 5, 14. Das heißt, von der Stunde würde ich 14 Minuten abziehen. Das heißt, dann würde ich sagen, wer für 5000 Kanalbelohnung 30 plus 14, 44 Minuten Heißhut tragen. Das heißt, so schneller du es schaffst, The Endless Knife 100% durchzuspielen, umso länger trage ich dann den Reißhut. Ja. Minimum wäre natürlich 30 Minuten, wenn du die Wette verlierst. Wenn ich verliere, was? Ach so, stimmt, dann gibt's die ja gar nicht. Ja, dann wäre Minimum halt 30. 30, wenn das halt schafft, aber halt in ja, so, 50 Stunden. Ja, richtig. Und Maximum? Ja gut, na ne, klar, ich glaube, was habe ich gebraucht? 15 Stunden? Aber 15 Stunden, das wären 3 Minuten, die ich dann abziehen würde. Also sagen wir, ich denke mal grob geschätzt, es wären 30 bis 50 Minuten. Wäre doch eine Idee. Ja.
Also, ich würde einschlagen. So. Okay, ich schlag auch rein. Dann haben wir jetzt neue Wetteinsätze, würde ich sagen. Ja, das ist definitiv. Oh boy. Oh boy. Ich glaube, ich würde das so bereuen. Aber egal. Das ist so cool. Wir müssen noch irgendwas für Dings machen. Für Furori. Da brauchen wir auch noch was Neues. Ja. Na, eine Woche Eisspielverbot. Doch ach, da hat sie ja nichts, ne? Und du. Von wem kriege ich mein Survival? Dir? Was soll ich fragen? Hallo? Haribo. Nee, genau, es geht ja darum, weil Haribo ja eh keine. Ich muss eigentlich schon noch was anderes überlegen, weil ich finde halt, also die Woche Eisdielverbot passt ja weiterhin. Ja, aber ich habe aktuell ja nichts davon. Ja, richtig. Wait ist offen. Yep. Ja, stimmt. Also für mich gibt es ja aktuell gar keinen Grund, die Wette dann. Ja. Also grundsätzlich würde ich das schon machen, dass ich den Sub dafür ausgebe, aber ich fände es auch komisch, den Platz in der Wette einzunehmen. Ihr könnt euch ja auch einfach generell einfach easy was ausdenken. Was Neues. Soll ja kein. Ist ja zum Glück noch ein bisschen hin. Ja, da kann man sich vielleicht noch ein bisschen Gedanken machen. Stimmt. Vielleicht, wenn ich Ori starte nochmal. Ja. Am besten, wenn ich den Bereich mit First Try abgeschlossen habe. Wenn ich Ori durchgespielt habe. Können wir nochmal drüber nachdenken, was meine Belohnung ist. Soll man es dir eigentlich sagen, wenn du bei der Stelle bist? Hey, du bist bei der Stelle, oder soll man da nichts sagen? Eigentlich sollte man schon was sagen, ne? Ja, wäre auf jeden Fall ganz gut zu wissen, weil nicht, dass ich dann einfach irgendwann sterbe und sage, ha! Lul! Man muss ja wissen. Ja, ne, dann sag ich dir Bescheid. Oder Selina. Ja, meinst du, Selina erinnert sich noch dran? Ja, klar. Ist jetzt erstmal der letzte Wait, ne? Wo fängt 20. die Stelle denn eigentlich an? Ja, genau, ist ja jetzt erstmal der letzte Wait. Das muss man sich ja auch noch überlegen, weil es ist ja nicht so, dass davor irgendwie ein fixer Punkt wäre oder so, sondern man rutscht da ja einfach rein. Da, wo ja. Das Rätsel beginnt, das fängt doch da an, wo diese drei mit der Schwerkraft-Dinger sind. Ah, ja, würde ich jetzt auch sagen. Ja. Ich hab ein Video hast davon. Hast du da echt nichts mitbekommen? Hm? Hast du da echt nichts mitbekommen, wie man es löst? Ich hab ein Video davon, wie die Stelle aussieht. Achso. Ja, also ich hab das runtergeladen. Das war das, was damals Harley geklippt hatte und gesagt hat, das ist voll schwer. Und dann hab ich es runtergeladen. Nee, ich. Oder hab ich die Stelle runtergeladen? Nee, ich glaube, ich hab. Nee, gar nicht wahr. Ich hab meinen Wetteinsatz gehabt, bei Gedöns. Wo ich das gesagt habe. Das runtergeladen. Das ja. Hatte ich. Ja. Aber nee, ich sag dir dann Bescheid. Also, dann beginnt das ab da und dann okay. Kannst du ja speichern oder so und dann geht's los. Okay. Dann kann ich ja da den Stream ja beenden und würde dann erstmal off-stream die Stelle erstmal auswendig lernen. Mhm. Und dann halt, wenn ich das so nach einer Woche drauf habe, dann kann ich ja starten und dann. Soll das im First Try klappen, ja, ne? Ja. Ja, wenn du vorsichtig bist. Schon. Ja, will ich aber nicht sein. Ich renne einfach durch, blind, voll. Oh boy. Wir müssen ja lohnen hier. Klar. Irgendwie wähle ich jetzt, dass du gewinnst. Wie viel habe ich denn mit die Stimme bei die Ethics? Ich bin Haribo mit Glätze sehen, also ich will alles Haribo nicht packen. Ich würde ja auch gerne Haribo die Glätze schneiden.
wie gesagt, ich wollte schon immer wissen, sieht das gut aus, sieht das nicht gut aus, also keine Ahnung. Ich bin schon ein bisschen neugierig. Ich auch. Verliere einfach absichtlich. Kann ich auch einfach direkt aufgeben und dann können wir beim nächsten Mal wieder schon die Glatze schneiden? Voll. Finde ich aber voll gut, einfach wie so eine Wette eingegangen ist, um eine Strafe zu bekommen. Aber eigentlich ist die Digga, ich mag nicht die Strafe, ich glaube, ich soll aufgeben. Es tut mir leid. Also okay, alles gut, easy. Das passt nicht zu mir, meinst du, Pika? Ich könnte mich so als ein Shaolin-Mönch verkleiden. Wäre das nicht was? Oh, du könntest ja Avatar werden. So eine orangene Robe und so. Oder Avatar, ja. Und malst du nur so einen Pfeil auf den Stirn? Und verschwindest einfach. Ja, Avatar. Boah, können wir das denn auch? Können wir das denn auch machen? Dann malst du doch einen Pfeil auf die Stirn. Stell dir das nicht vor. Kann ich malen. Würde ich machen. Oder einfach Pi. Einfach ein Pi-Zeichen. Oh boy, ey. Der Pivatar. Passt doch, oder? Auch schon wieder einen neuen Namen. Ey, unglaublich, ey. Wie viele Namen sind jetzt am Wochenende entstanden? Stell mir einfach, ich weiß halt, bei Selina in der Beschreibung steht dann halt, ich glaube, sie hat da so 5 Namen oder so, von wegen, ja, ich werde jetzt nicht alle Namen aufnehmen, aber es sind so viele und Haribo be like, perfekt. Finde ich gut. Willkommen zurück, Skylar. Oh, willkommen zurück, Skylar, was gab's denn Schönes? Was gab es Leckeres zu essen, Skylar? Raps, oh, Raps sind auch toll. Oh, nice. Ich will auch. Ja, wir hatten nur Lasagne, weil Selina wieder zu faul war. Was machst du da? Willst du deinen Akku in dein Notebook haben? Soll ich hier losmachen? Stimmt, ja, das ist eine Idee. Ja. Gut, ne? Krass, dass Notebooks so mobil sind, ne? Ja, das bin ich gar nicht. Kann ich hier noch deinen Müll zuwerfen mit dem Schreckschrank? Der wurde wahrscheinlich momentan wieder runtergebildet. Was? Hier? Der hat einen Speed. Ja, genauso wie der hier von heute Morgen, ne? Nee, den habe ich weggeschmissen. Der mag jetzt aus. Das kann nicht sein. Bist du sicher? Ja. Okay, aber wenn du deinen wegschmeißt, bist du ja eh auf dem Weg in die Küche, ne? Boah, Matty, ey. Es tut mir leid. Entschuldigung, nicht angenommen. Schon ein bisschen. Konnte es nichts Warmes ertragen, aber Raps sind auch nice. Also Rap hätte ich echt auch Bock. Also jetzt gerade nicht, weil jetzt habe ich schon ein Sandwich gehabt und nom nom nom. Aber so, ja, Raps. Why not? Brauchst nichts mehr zu essen heute, Pikachu. Es gab ja Nudeln bei dir, ne? Ich hab ja lecker Nom-Nom-Nudeln. Boah, wie lange kämpfen wir gegen eigentlich dieses Scheißvieh? Achso, kann ich ja gucken, ne? Weiß ja noch, letzter für 6 Minuten schon, Alter, ey. Alter. Du hast die Zeit aufgestellt? Ja, nee, du hast aber kurz bevor, ich glaube, es war noch eine Minute. Und dann hast du gesagt, ist der letzte Raid. Ach ja. Stimmt. Ja, ist immer noch der Raid, wo wir sagten, das ist der letzte Raid. Erstmal. Pixie? Ja, was? Boah, ey, endlich, ey. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Wir werden verlieren müssen, das wäre jetzt so, ey. So richtig Zeit gewastet. Gucken, gibt bestimmt keine Bonbons oder so, ne?
Ja, drei. Ich glaub's auch 3 und 1, ey.